Hallo, mein Lieber, und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist total crazy, mit euch darüber zu sprechen, weil ihr es ja im Endeffekt noch gar nicht wisst zu diesem Zeitpunkt. Aber ich dachte mir, bis wir es sagen, dass wir schwanger sind, möchte ich einfach so ein kleines Tagebuch führen, auch für mich zur Erinnerung, einfach, dass ich weiß, wie so die erste Zeit war. Bei Lias Schwangerschaft habe ich euch ja direkt erzählt, dass wir schwanger sind und dementsprechend, ja, habe ich total viele Videos, die ich mir jetzt sehr, sehr gerne anschaue und einfach, ja, das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen, um zu schauen, okay, was erwartet dich jetzt? Und ich finde es einfach super schön und würde gerne dieses Video-Tagebuch einfach drehen, um einfach später zu schauen, wie war es denn tatsächlich, weil ich finde auch, man vergisst einfach so, so viel aus der Schwangerschaft. Und wenn ich jetzt an Lias Schwangerschaft denke, sage ich eigentlich immer, dass es super schön war und dass ich überhaupt gar keine Symptome hatte. Und dann schaue ich mir die Schwangerschaftsupdates an und dann sieht das ganz, ganz anders aus. Also ich finde, man vergisst einfach total viel und dementsprechend würde ich hier gerne ein Tagebuch anfangen. Ja, ich habe mich hier gerade in Lias Zimmer verkrümelt. Die Kleine macht nämlich gerade Mittagsschlaf, allerdings bei uns im Schlafzimmer. Und ich wollte euch, wie gesagt, einmal ein bisschen was erzählen, was ja, mir gerade einfach so auf dem Herzen liegt. Und ich dachte, wie gesagt, das kommt bestimmt ganz gut an, obwohl ihr das Video auch erst im neuen Jahr seht. Vor allem, wir haben nämlich noch 2020 und allzu viel wisst ihr ja auch noch gar nicht. Ihr wisst zwar schon, dass wir schwanger sind, aber wir haben mir noch gar nicht so viel erzählt. Das ist total verrückt, Leute. Ich fühle mich gerade so komisch, irgendwie darüber zu sprechen, weil es eben auch wirklich noch gar keiner weiß, außer Lia und Felix und meine große Schwester. Ja, wo fange ich am besten an? Wir sind aktuell in der sechsten Schwangerschaftswoche, das auch erst seit 2 Tagen, also 5 plus 2 sind wir. Das heißt, wir sind wirklich super frisch schwanger und der Schwangerschaftstest ist erst 10 Tage ungefähr her. Ja, das heißt, ich bin schon 10 Tage schwanger. Das kommt einem gar nicht so vor. Und was ich auch sagen muss, ich vergesse sehr, sehr oft, dass ich schwanger bin. Also das hatte ich ja bei Lia manchmal schon, dass ich einfach vergessen habe, dass ich schwanger bin, so am Anfang. Aber jetzt habe ich das noch viel, viel mehr, weil man auch gar nicht die Zeit hat, tatsächlich da so viel drüber nachzudenken. Also bei Lia habe ich super viel drüber nachgedacht und habe auch ja die Zeit gehabt, mich mit der Schwangerschaft auseinanderzusetzen. Und jetzt hat man eben schon ein Kind und es ist einfach was komplett anderes. Genau, und wir sind jetzt also in der sechsten Schwangerschaftswoche und ich kann ja so ein bisschen mal über meine Symptome erzählen, denn ein Schwangerschaftsupdate zu dieser Zeit kommt natürlich auch noch. Ich habe mir alles ganz genau aufgeschrieben und ganz viel mitgeschrieben. Ich möchte euch nur einmal kurz erzählen, wie es mir gerade so geht. Genau, also im Moment habe ich super viel Unterleibsschmerzen. Das habe ich auch total vergessen, dass das bei Lia anscheinend auch so war. Also es kommt mir echt gar nicht so vor. Das kommt mir eher so vor, ja, als wäre die Schwangerschaft komplett anders. Aber wie gesagt, ich erinnere mich auch einfach an fast gar nichts mehr. Genau. Also ich habe extrem Unterleibsschmerzen. Das fing schon vor dem positiven Test an. Und also ich habe richtig, richtig Unterleibsschmerzen, dass ich wirklich denke, oh, jetzt kommen deine Tage, weil ich habe kurz bevor meine Tage kommen, so eine Stunde vorher habe ich immer auch richtig Unterleibsschmerzen und dass ich mich so richtig krümmen muss und schon innehalten muss. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie laufe und denke, ja, tut ein bisschen weh, sondern da muss man schon mal kurz ein bisschen in sich gehen. Aber das kenne ich, wie gesagt, auch immer von meiner Periode. Aber das habe ich jetzt halt jeden Tag und zu verschiedenen Uhrzeiten und mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer, vor allem mal auch etwas länger und mal etwas kürzer. Also heute zum Beispiel hatte ich erst einmal ganz kurz Unterleibsschmerzen und sonst habe ich die Schwangerschaft noch gar nicht gespürt. Und dann gibt es aber auch Tage wie zum Beispiel Samstag, also jetzt vor 3 Tagen. Da spüre ich den ganzen Tag gar nichts und abends, wenn ich mich so zur Ruhe, wenn ich zur Ruhe komme, geht es richtig los, dass ich dann wirklich da liege und oh, aua, aua, das zieht schon ganz schön dann. Ja, aber sonst habe ich tatsächlich noch gar nichts, also keine Übelkeit,
keine Brüste, die spannen. Also bei meinen Brüsten ist es so, dass ich ja noch stille, die Kleine. Zwar sehr, sehr selten am Tag, aber dennoch stillen wir. Und ich denke, deswegen habe ich auch keine Schmerzen. Also ab und zu, wenn sie trinkt, dann brennen meine Brustwarzen sehr, so wie die Anfangszeit, wenn man gerade frisch stillt, sozusagen. Und dann lasse ich Lia auch immer abdocken, weil das tut dann echt schon weh. Aber sonst habe ich eigentlich gar nichts. Ich hatte einmal ganz kurz in der vierten Schwangerschaftswoche war das aber noch, also ganz frisch schwanger, dass ich so einen harten Knubbel in den Brüsten hatte. Und das war jetzt aber kein Milchstau oder so, sondern es war einfach so, die Brust war den ganzen Tag richtig hart, aber es hat jetzt nicht so besonders wehgetan. Es hat sich einfach unangenehm angefühlt. Das war aber auch direkt am nächsten Tag wieder weg. Also total verrückt. Aber sonst habe ich, wie gesagt, nichts an den Brüsten. Ich habe noch keinen Bauch. Ist ja auch in der sechsten Schwangerschaftswoche. Man weiß nicht. Also viele sagen immer, der Bauch wächst ja schon direkt mit dem positiven Schwangerschaftstest bei der zweiten Schwangerschaft. Und manche sagen, der Bauch ist genauso wie in der ersten Schwangerschaft, dass er sehr, sehr lange braucht. Ja, also ich habe noch keinen Bauch. Ich habe auch diesmal gar keinen Blähbauch, so wie bei Lia damals. Bei Lia sah ich ja in der sechsten Schwangerschaftswoche aus wie im vierten Monat, weil ich einen extremen Blähbauch hatte. Jetzt habe ich das nur so, dass ich ab und zu abends, kurz bevor ich ins Bett gehe, einfach so ein kleines Bäuchlein, wo man denkt, okay, macht sich der doch schon Babybauch bemerkbar, aber am nächsten Morgen ist es komplett weg. Also ja, das kann einfach nur dann vom Essen kommen. Ja, Thema Essen. Ich esse super gerne im Moment. Das ist auch so ein richtiges Anzeichen. Das ist ich habe nicht mal positiv getestet, sondern kurz nach meinem Eisprung, ich esse wie ein Scheunendrescher, Leute. Ich esse alles vor allem. Das ist total verrückt. Also ich habe Hunger. Ich habe jetzt gerade vor einer halben Stunde Mittag gegessen und ich könnte schon wieder essen. Das ist echt verrückt. Also das hatte ich bei Lia, glaube ich, auch eher weniger. Das weiß ich, wie gesagt, gar nicht mehr ganz genau. Ich musste mir die Updates nochmal genau anschauen. Aber kann ich mich jetzt so gar nicht dran erinnern. Ja, was mir noch so aufgefallen ist, dass ich extrem Respekt habe vor der Schwangerschaft. Einfach, weil es mit Kind schon was komplett anderes ist, als wenn man erstgebärend ist sozusagen. Also man muss extrem aufpassen. Lia tritt mir oft in den Bauch, wo man dann schon Angst hat, dass da irgendwas passiert. Zum Beispiel, wenn ich sie wickel, sie liegt auf dem Wickeltisch, dann strampelt sie einfach total viel und dann geht ab und zu auch mal ein Tritt in den Bauch oder wenn wir auf dem Sofa zusammen kuscheln oder so. Ich versuche ihr das zu erklären, dass wir eben ein Baby im Bauch haben, also dass ich ein Baby im Bauch habe, sie versteht es halt einfach noch nicht. Und da hat man dann schon so ein bisschen Angst, dass da irgendwie mal was passieren könnte. Ich hoffe einfach, dass sie das merkt, wenn der Bauch dann einfach ein bisschen mehr wächst. Aber wo wir schon bei Lia sind, das ist so zuckersüß, wie sie ist, weil wir haben ihr halt von Anfang an erzählt, dass Mama jetzt ein Baby im Bauch hat. Und sie war ja auch beim Schwangerschaftstest dabei. Das habt ihr ja bereits schon gesehen. Und ja, jetzt, wenn wir immer sagen, Mama hat ein Baby im Bauch, du musst vorsichtig sein, dann gibt sie immer dem Bauch einen Kuss. Oh, das ist so süß, Leute. Und macht auch ganz viel Ei, also streichelt ganz viel den Bauch. Und oh, das ist einfach so niedlich. Ich könnte jedes Mal heulen, wenn ich das sehe. Und ich freue mich einfach auf die Zeit, wenn das Baby dann tritt und die Kleine das vielleicht ein bisschen mehr wahrnimmt und so. Also das ist jetzt schon richtig, richtig süß. Dennoch denke ich nicht, dass sie es bereits versteht. Ja, und ich glaube, das war's auch erstmal fürs erste kleine Update. Also wie gesagt, das Video ist nicht zu Ende. Ich werde euch jetzt immer mal wieder so ein bisschen mitnehmen. Und einfach, wenn mir irgendwas auffällt oder ich irgendetwas Besonderes mache, was mit der Schwangerschaft zu tun hat, werde ich euch auf jeden Fall auch dabei mitnehmen. Wir sind auch schon fleißig am Babybauch fotografieren. Den wollte ich euch übrigens gleich auch nochmal zeigen. Also den Babybauch, da ist ja tatsächlich noch gar nichts. denn ich möchte diesmal wirklich jede Woche ein Foto machen, weil ich habe damals bei Lia gedacht, dass ich viele Bauchfotos habe, aber tatsächlich habe ich gar nicht so viele. Und dementsprechend möchte ich jetzt das wirklich intensiv in Angriff nehmen und jede Woche zum Wochenwechsel ein Foto machen. So, damit wir dann auch wirklich sehen am Ende, wie das Ganze aussieht. Das erste Foto ist gemacht, das zweite zur sechsten Woche machen wir morgen. Da hat Felix wieder frei.
kann er wieder mein Fotograf sein. Und genau, wenn ihr das Video seht, habt ihr ja auch schon die ersten Fotos auf Instagram gesehen. Ist so ein süßes Foto mit Lia dabei. Zucker, zucker, niedlich. Aber ja, habt ihr bestimmt schon gesehen. Wenn nicht, schaut auf Instagram auf jeden Fall vorbei. Ist wie immer in der Infobox verlinkt. Ganz oben der Link führt zu Instagram. Da erfahrt ihr auf jeden Fall alles frühmöglich und als allererstes zu 100%. So, ich stehe jetzt auf dem Wickeltisch. Und ich bin übrigens eine Leggings an. Das ist mega praktisch jetzt schon, weil ich mag einfach keine Jeans mehr so gerne anziehen. Weil das einfach schon so ein bisschen stört. Also wir müssen jetzt beachten, ich habe gerade Mittag gegessen, wie gesagt. Aber so sieht das Ganze ungefähr aus. Vorne sieht man noch nicht so viel. Und von der Seite, ich glaube, das hier kommt gerade vom Mittagessen. Aber sonst sieht man hier wirklich, wie gesagt, gar nichts. Ist immer so wie bei Lia, dass meine Hüfte hier komplett mit meinem Bauch abschließt. Und jetzt ist da eben so eine kleine Kugel. Aber wie gesagt, ich glaube, das kommt gerade vom Mittagessen. Naja, wir sind gespannt. Jetzt habt ihr auf jeden Fall schon mal ein erstes Update. Ich habe auch schon mal meinen Bauchumfang gemessen. Der ist dato 73 cm, also hier direkt an der Hüfte. So der dickste Punkt sozusagen. Genau, dass ihr da auch schon mal einen groben Anhaltspunkt habt. Bei Lia waren wir bei der Geburt bei 96. Also ich bin gespannt, wo wir hingehen. Aber genau, das ist jetzt also das momentane Anblick vom Babybauch. So, meine Lieben, wir sind heute bei 5 plus 4, also fast siebte Woche. Und ich habe gerade Mittag gegessen und wollte euch mal meinen Blähbauch zeigen. Das ist jetzt seit 4 Tagen ungefähr richtig doll, dass ich jetzt immer nach dem Essen und ganz besonders abends eben einen richtig dicken Bauch habe, dass ich aussehe wie im 4. oder 5. Monat. Das ist so krass, aber ich wollte euch das Ganze mal zeigen und das einfach für euch einmal festhalten. So, ich habe hier wieder übrigens meine Leggings von Lelün an. Die sind einfach so toll in der Schwangerschaft. Und ich glaube, ihr seht das. Ist das nicht einfach krass? Ich sehe aus wie im 4. Monat. Das ist so krass. Selbst das hatte ich bei Lia nicht so doll. Und da hatte ich schon einen ordentlichen Blähbauch. Aber jetzt ist das einfach mega doll. Und ich kann ihn auch gar nicht mehr so einziehen. So, der ist einfach da. Das ist so krass. Also morgens, wenn ich aufstehe, ist da gar nichts. Und jetzt, wie gesagt, immer nach dem Essen. Und ganz besonders abends ist er einfach so dick. Und ja, schon so eine richtige kleine Kugel hier. Voll krass. Wie gesagt, wie im 4., 5. Monat sehe ich aus. Ja, was gibt es sonst zu erzählen? Sonst geht es mir sehr, sehr gut im Moment. Ich bin nur extrem müde und manchmal auch wirklich so, dass ich denke, okay, jetzt legst du dich hin und schläfst. Und dann denkt man, ich habe ja ein Kind. Und dann, ja, ist das so mit Schlafen nichts. Also bei Lia habe ich wohl, ich weiß es nicht, ich kann mich wirklich an nichts erinnern, aber laut den Schwangerschafts-Updates von früher habe ich ja jeden Tag einen Mittagsschlaf gemacht. Das könnte ich mir jetzt nicht erlauben, aber weil Lia auch keinen Mittagsschlaf mehr macht. Und ja, ich kann nicht schlafen, wenn die die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit möchte. Das ist einfach ein bisschen schwierig, aber noch ist es auch nicht schlimm. Wir schlafen einfach abends sehr früh und sehr, sehr lange morgens. Also heute zum Beispiel haben wir bis 9:30 geschlafen und gestern ist Lia schon um 8 ins Bett gegangen. Also ich glaube, Lia, ja, ist auch irgendwie ein bisschen müde im Moment. Passt eigentlich ganz gut, weil ich dann auch relativ früh ins Bett gehe. Also eigentlich sind wir immer bis um 0 Uhr aufgeblieben. Manchmal sogar bis 1 oder 2. Und jetzt ja, bin ich gestern schon um 22 Uhr auf der Couch eingeschlafen, mal um 21 Uhr. Ja, also die Müdigkeit ist auch schon ein bisschen da. Was ich auch habe, ist, dass sie mir manchmal übel ist morgens. Das hatte ich jetzt 2-mal die letzten Tage. Dass mir morgens übel ist beim Frühstücken und dass ich dann auch wirklich nichts mehr runterbekomme. Gestern habe ich ein halbes Toast geschafft und ja, heute Morgen hat es ganz gut geklappt, da hatte ich noch gar keine Übelkeit. Aber genau, gestern ist mir das zum Beispiel aufgefallen beim Essen und auch ab und zu nach dem Essen. Und stimmt, was gestern ist mir das extra aufgefallen, ich habe so unglaublich Hunger. Ich habe euch das ja schon mal, glaube ich, erzählt. Aber ich kann essen wie ein Schollendrescher. Gestern im Fernsehen guckt und ich, Felix guckt mich an, du bist nur am Futtern. Und dann kam ich dann, einmal kam ich mit ein paar Keksen aus der Küche, dann habe ich mir noch eine Paprika klein geschnitten und dann habe ich noch das Mittagessen von gestern, da hatten wir noch ein bisschen was übrig, da habe ich auch noch was gegessen. Also
bin nur am Futtern. Und deswegen habe ich auch abends dann so richtig Bauchschmerzen, weil ich habe so Appetit, aber irgendwann ist der Bauch ja auch voll. Und ja, das ist schon krass, aber mal schauen, wo das noch hinführt. Mal gucken. So, meine Lieben, wir sind aktuell in der 7. Schwangerschaftswoche. Und ich habe mal wieder ein bisschen was zu erzählen. Und die Kleine spielt hier nebenbei und ich dachte, ich erzähle euch einmal wieder ein bisschen was. Denn seit, 2 Tagen sind wir in der 7. Woche, also 6+2. Und genau seit 2 Tagen, ja, fast 3 Tage, plagt mich die Übelkeit. Also es hat Sonntag am Wochenwechsel angefangen. Total Übelkeit. Und immer nur morgens vorm Frühstücken, total komisch. Und ich will immer gar nichts essen dann, aber ich muss was essen, sonst geht es eben nicht weg. Und das ist so ein Kampf, dann trotzdem was zu essen. Ich hoffe, die Kleine stört euch nicht. Ja, und was ich auch gemerkt habe, dass mein Bauch langsam anfängt zu jucken. Also die Haut, das hatte ich bei Lia damals Ende der Schwangerschaft, so 30. Woche, dass mein Bauch extrem gejuckt hat durch die Spannung der Haut. Und das habe ich jetzt jeden Tag ab und zu mal vermehrt. So einen kleinen Schüben. Ich weiß nicht, ob sich da unten schon etwas ausdehnt oder so, aber das merke ich auf jeden Fall, dass es total juckt. Und dann creme ich es immer ein mit so einer Bauchcreme, die ich damals bei Lia auch benutzt habe. Genau. Und dann hilft es eigentlich auch ganz gut, aber das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. So, und jetzt wollte ich hier mal ganz kurz meinen Bauch zeigen. Am Fenster. Also Blähbauch ist so gut wie weg. Aber ich habe das Gefühl, dass sich hier so ein bisschen was breit macht. Genau, ich trage übrigens immer die Leggings von Lelün. Die sind einfach so schön hier mit den Bündchen. Ich mag einfach keine engen Sachen mehr. Deswegen passt das so mit. Ja, sonst geht es mir relativ gut. Ich bin nur extrem anfällig, was meinen Kreislauf angeht. Das habe ich ja bei Lia auch ganz, ganz doll gehabt. Und da bin ich auch echt gespannt, was meine Frauenärztin da am ersten Termin sagt. Ich werde das auf jeden Fall ansprechen. Ich denke, dass ich Eisen nehmen muss. Ich trinke jetzt immer ab und zu so ein Eisengetränk. Genau, mal gucken, ob das schon was hilft. Aber ich habe auf jeden Fall immer richtig, richtig krass Kreislauf. Wenn ich zum Beispiel zu schnell aufstehe oder wenn ich Lia zu lange trage oder beim Einkaufen, weil ich die Maske auch zu lange trage oder wenn mir einfach zu warm ist, habe ich extrem Kreislaufprobleme. Aber das hatte ich ja wie gesagt bei Lia auch, sodass ich im Supermarkt ja fast immer umgekippt bin. Also es war echt richtig Horror. Und ich hoffe, dass wir das diesmal so ein bisschen in den Griff kriegen, weil das ist so das Einzige, was ich wirklich so in der Schwangerschaft bei Lia hatte, was wirklich sehr schlimm war. Sonst war die Schwangerschaft eigentlich komplikationslos. Genau, und sonst geht es mir, wie gesagt, sehr gut. Ich habe immer noch sehr, sehr viel Hunger und könnte sehr, sehr viel essen und esse auch sehr, sehr viel. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Folsäure nehmen wir immer noch. Und in 2 Tagen ist Weihnachten. Wir warten also gespannt auf das Christkind. Und bin auch schon dann gespannt auf Ende des Jahres, damit ich euch endlich sagen kann, dass wir schwanger sind. Ihr wisst es ja noch gar nicht und das ist so crazy. Das weiß einfach niemand. Und das ist, verrückt. Aber gut. Ich werde euch es ja auf jeden Fall sagen, wenn ihr das Video seht, wisst ihr es auch schon. Aber ja, jetzt zu dem Zeitpunkt ist es schon verrückt. Aber wir wollen ja auch erstmal auf den ersten Frauenarzttermin warten. Und dann schauen wir mal.